Heute möchten wir dir einen ganz besonderen Garten in Frankreich zeigen. Das Auftreten der hohen Schuhe auf dem Kies hallt durch den wunderschönen Garten. Männer mit gelockten Perücken führen Damen mit Schirmen in traumhaften Kleidern. Der Sonnenkönig Ludwig XIV. besaß viele Schlösser. Eines davon war das Schloss Versailles, etwas außerhalb von Paris. Es war sein Ferienhaus, wo er sich entspannen und Feste feiern konnte. Da es ihm so gut gefiel, beschloss er irgendwann immer dort zu wohnen. Schon immer waren Schlösser von herrlichen Gärten umgeben, aber während der Zeit des Barocks wurden sie Teil der gesamten Architektur des Schlosses. In diesem barocken Garten musste alles üppig und sehr ordentlich sein. Darum gab und gibt es noch immer eigens einen Architekten, der sich nur um die Gestaltung des Gartens kümmert. Siehst du all die lustigen Formen aus Pflanzen und Hecken? Jeden Tag müssen sich eine Menge Gärtner darum kümmern. Dem König war der Garten sehr wichtig. Dort wurden Feste gefeiert und die Menschen bewunderten den König dafür, dass er einen so schönen Garten besaß.